Okay, wenn es denn sein muss. Erster Hanauer Netzwerkclub von Spielern und Retro-Begeisterten. Kleine Agenda für die nächste Viertelstunde. Wir machen eine kleine Einleitung, ein bisschen was zur Geschichte dazu. Das wird relativ kurz abgehandelt werden, bevor wir dann zum eigentlich wichtigen Punkt kommen, weswegen ich hier eingeladen wurde, nämlich der HomeCon, einer Retro-Veranstaltung im Rhein-Main-Gebiet, wie sie die Welt vorher noch nicht gesehen hatte, bevor es uns gab. Dazu ein paar Fakten und dann, was sich daraus entwickelt hat. Da haben wir schon ein bisschen was von gehört und wir wollen euch ein bisschen mehr Background dazu geben. Das Ganze, naja, 15 Minuten, wenn wir mal optimistisch sein. Hanauer Netzwerkclub, was ist das? Heutzutage sind Netzwerkclubs relativ beliebt unter Frauen und Männern in Leitungspositionen in Unternehmen. Damit hat das Ganze nichts zu tun. Das kommt noch aus einer Zeit, wo wir tatsächlich Rechner miteinander 1:1 verbinden mussten, um miteinander spielen zu können. Vorher musste man am Rechner immer noch abwechselnd spielen oder mit zwei Joysticks, dann mit den PCs dann doch über LAN-Kabel miteinander arbeiten. Das heißt, der erste Hanauer Netzwerkclub, der wurde 2001 gegründet, um genau diese Spielkultur mit voranzutreiben. Hier im Rhein-Main-Gebiet ist dann später mit einem Frankfurter Club, dem Netzock, fusioniert und hat solche LAN-Partys hier in der Gegend veranstaltet. Nicht ganz so groß wie auf dem Bild. Die waren doch etwas kleiner, mehr so Bürgerhausgröße. Dann war etwas spät schon, als der Verein gegründet wurde. Das Internet war schon da und es wurde immer bekannter, wurde immer beliebter, immer mehr Leute hatten es. Und dann kam das böse Wort mit der Breitbandleitung, was im Prinzip den Tod der LAN-Partys zur Folge hatte, da man nun nicht mehr seinen PC und seinen großen Röhrenmonitor von nur wenigen 15 Kilo Gewicht von A nach B schleppen musste, sondern schön zu Hause sitzen konnte und trotzdem die Spielerfahrung hatte. Das heißt, in dem Moment hat der HNC dann auch für ein paar Jahre den Betrieb eingestellt, hat überwintert und aufs Beste gehofft, so wie die auch. Seit 2002 gibt es in Deutschland das Forum 64. Das ist meiner Meinung nach das größte deutsche Retroforum. Das ist auch die Meinung vom C64-Doc, dem Betreiber davon, deswegen sage ich das gerne. Dort treffen sich aus ganz Deutschland, wir sind ja mit dem Internet, mit dem Breitband dann inzwischen gewesen, Leute, die retro-begeistert sind. Angefangen hatte das mal aus der Commodore-Ecke. Inzwischen sind aber so ziemlich alle Spielekonsolen und Rechner aus der damaligen Zeit bis in die 90er hinein auch dort vertreten. Dort gibt es einzelne Untergruppen, wo man dann auch über Retro-Treffen in seiner Umgebung, ne, triff Retro-Freaks aus deiner Umgebung, kennt man ja vielleicht aus den Kleinanzeigen bei Facebook. Und da haben wir geguckt und haben dann festgestellt, irgendwie Rhein-Main-Gebiet, nix. Gab was in Norddeutschland, gab was in Stuttgart, gab was in Berlin, gab was im Dortmunder Raum. Alles ein bisschen weit weg und Rhein-Main-Gebiet, so 5,5 Millionen Leute, da muss doch irgendwas gehen. Ging dann auch irgendwann was, und zwar 2009 hatten sich dann zwei Leute, der Hessi und der Quarkbeutel, unter ihrem Pseudonym, das sollte man nicht gegen sie halten, im Forum sich mal zusammengetan, haben gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Haben einfach mal das Bürgerhaus Seligstadt Froschhausen dafür gemietet. Und haben wir gesagt, mal sehen, vielleicht kommt ja jemand. Haben wir hoffnungsvollen Grill mitgebracht und gedacht, wenn gar nichts geht, geht Grillen wenigstens noch. Das lief auch ganz gut. Der Raum hat eine Kapazität von etwa 30 Leuten. Das war auch so ziemlich auf Kante genäht, weil es kamen auch etwa 30 Leute, die teilweise mit recht schwerem Gerät angerückt sind. Also dann doch wieder mit dem Röhrenmonitor und dem Rechner, auch wenn das kein quadratischer PC, sondern eher ein älteres Gerät wie ein C64 oder ein Amiga oder ein Atari war. Dann wurden in schneller Folge direkt danach weitere Treffen in Anspruch. Hallo? Hier ist meins. In Angriff genommen. Das heißt, wir haben bereits im ersten Jahr wurden insgesamt 4 Treffen veranstaltet. Und es wurde dann doch immer enger. Man hatte dann so 30 bis 40 Leute und mit ein bisschen Laufkundschaft, Leute aus dem Ort, die mal gucken wollten, was machen die Leute da eigentlich, hatte man dann doch die Belastungsgrenze des Raumes erreicht. Auch wenn er sehr schön war, man kann die Holztäfelung noch erkennen, das hatte auch sowas Retro an sich. Sind wir dann umgezogen nach Hanau, in die alte Schule, nach Hanau-Groß-Auheim. Wir haben die Holztäfelung dann hinter uns gelassen, der Raum ist etwa doppelt so groß.
Das heißt, wir hatten dann Platz für 40 bis 60 Leute dann. Wir waren dann auch zum ersten Mal in der Presse dann vertreten, wo sich tatsächlich mal Leute aus der, gut, damals Hanau Post und der Offenbacher Post waren wir halt mal drin, dann, die sich dann mal dort mit beschäftigt haben. Wir haben das dann, 2010 gab es 5 Termine, 2011, ich gehe mal noch mal einmal zurück, da haben wir nämlich noch was Besonderes gehabt. Wir hatten unsere erste HomeCon Squared. Das lief über 2 Tage dann, Samstag und Sonntag, mit freiwilligem Übernachten. Ich glaube, das hat 1, 2 in Anspruch genommen. Zumindest war es mal ein Versuchsballon, sollte sich noch gut entwickeln, dazu gleich mehr. Wir hatten auch in 2011 die DMDM, die Deutsche Mega Drive Meisterschaft, bei uns auf der HomeCon. Die hatten wir dann 2013 noch einmal bei uns. War sehr schön, das war auch etwas Weibsvolk anwesend, die dann auch, Sega Mega Drive scheint irgendwie auch sehr auf Frauen zu wirken. Also die hatten irgendwie 50-50 Frauen und Männer dabei, die sehr gut spielen konnten. Also ich keine Chance. Das Jahr drauf, 5-mal, also wir hatten uns so ein bisschen auf diesen 5-maligen Rhythmus eingetragen. 2012 hatten wir dann auch eine kleine Satzungsänderung und haben dann den HNC, also den Hanauer Netzwerkclub, dafür verwendet, haben gesagt, wir wollen halt von der Netzwerk-Ecke und Black Welt, haben die Satzung voll umgestellt, haben gesagt, wir wollen mehr in Retro gehen, wir wollen öffentliche Volksbildung machen, wir möchten da auch ein Museum draus mal entwickeln, wir möchten mit Präsenzausstellungen, wir möchten halt ein bisschen das auch unter die Leute bringen, das Wissen, das wir dort auf diese Veranstaltungen mitbringen. Gespielt wird natürlich auch. Man trifft sich dort generell, um seine Rechner mal wieder abzustauben, dass sie zu Hause nicht in den Kisten im Keller nur stehen müssen, sondern tatsächlich auch ein bisschen was mal mit denen geschieht. Man kann sich dort treffen zum Reparieren. Da ist einfach auch geballtes Fachwissen dann auch vor Ort, wenn so 30 bis 50 Leute da sind, die mit den Geräten groß geworden sind, selber repariert haben. Aber natürlich soll das tatsächliche Verwenden der Rechner, und damit ist oft auch das Spielen gemeint, eben nicht im Hintergrund stehen. 2013 haben wir uns ein bisschen übernommen, da haben wir dann angefangen, 6-mal im Jahr was zu machen. Den Grill haben wir extra auch angeschafft, wir hatten vorher so einen Billiggrill, das war nichts, das war dann eine größere Anschaffung, der hat uns bis heute auch gute Dienste geleistet, machen wir auch bei jedem Wetter, auch egal ob Sonne scheint, schneit, manchmal würde ich es gerne nicht machen. Wir hatten 2013 dann das 3. Mal unsere 2-Tage-Veranstaltung und die haben wir diesmal anders genannt. Das heißt, es war dann die 4., das war dann die Home Connected. Das war dann was ganz Großes, was wir uns überlegt haben, in Zusammenarbeit mit einer anderen Retro-Gruppe oder einem anderen Retro-Treffen aus dem norddeutschen Raum. Der Thomas war jetzt am Wochenende gerade bei denen, da hatten die auch wieder, also Gegenbesuch dann, machen wir gelegentlich mit denen. Die heißen halt Connected und wir waren die Home Connected, gesagt Home Connected und richtig schön mit Werbung und allem, haben auch Flyer gedruckt, haben die auf der Gamescom ausgelegt. Haben einen größeren Raum dafür genommen, diesmal Kulturhalle in Hanau-Steinheim. 2 Tage volles Programm, bis in diese Puppen hinein, nachts dort übernachtet dann teilweise und am nächsten Tag ging es dann am Sonntag nochmal weiter, gemeinsames Frühstück und ab dafür. Der Raum wieder mal etwas größer, jetzt Platz für 60 bis 80 Leute und wir haben ihn auch gut voll bekommen. Im Moment sieht es ein bisschen leerer aus, es ist Mittagszeit, die stehen draußen am Grill. 2014, das letzte Jahr, wo wir nochmal 6-mal gemacht haben. Wir haben beschlossen, das dann wieder auf 5 runterzuführen, weil das auch ein bisschen so ähnlich wie hier bei Webmann, die auch, es wird nicht mehr handhabbar. Es wurde auch immer größer, gerade die Aktion, die Retrolution. Wir haben die Home Connected umbenannt, das ist jetzt die Retrolution, weil noch ein weiteres Team mit dazugekommen ist, diesmal aus dem Dortmunder Raum. Und wir gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal ein überregionales Retro-Treffen und Rhein-Main-Gebiet ist schön zentral, da können auch alle bei uns vorbeikommen. Und ab jetzt sagen wir einfach nur Retrolution und immer die Jahreszahl dahinter, das war halt die erste damals. Wir haben halt mit Live-Sit-Musik spielen, wir haben Demos, wir haben Summer Games-Tour gemacht. Fantastischer Spaß. Das ist jetzt der Moment, wo ihr eure Handys zücken und ein Foto machen könnt, weil das sind unsere Termine fürs kommende Jahr. 5-mal diesmal nur, Januar, März, Mai. Im August, ganz wichtig, Retrolution 2014 wieder in Steinheim. Kann man gut sehen, die normale HomeCon findet immer in Großauheim statt und die große wieder in der Kulturhalle Steinheim, da die einfach mehr Platz bietet. Und sonst.
Was machen wir denn sonst noch so? Wir haben, ich hatte ja erwähnt, dass wir unsere Satzungsänderung im Jahr 2012 gemacht haben, um das Ganze mehr vom LAN weg in Richtung Retro und Volksbildung hinzubekommen, was insoweit gewirkt hat, dass wir jetzt gemeinnütziger Verein sind. Zum anderen haben wir das natürlich auch ernsthaft vorgehabt, die Förderung eines Museums hier im Rhein-Main-Gebiet. Der Roman hatte das vorhin schon erwähnt. Es gibt hier einfach nichts Vergleichbares. Das Technikum hat doch einen anderen Ansatz. Und wir machen da so ein bisschen gemeinsame Sachen mit einem weiteren Verein, dem For Amusement Only, auch ein Hannover ehemaliger Verein, jetzt in Seligenstadt ansässig mit einem größeren Gebäude. HNC sieht man ja, Fokus, Heimcomputer, Konsolen. Der For Amusement Only, das ist der Schriftzug, der früher auf Flippern und so weiter immer drauf stand, damit das keine Glücksspielgeräte, sondern tatsächlich ohne Geldausschüttungsabsicht zumindest waren. Die haben den Fokus auf Arcade-Automaten, Flipper und Videospielautomaten, was sich insoweit gut ergänzt. Da haben wir eine sehr gute Schnittmenge, auch personell. Ich bin dann auch in irgendwie allen Vereinen dann letztendlich gelandet. Die geben auch zum Beispiel Leihgaben im Computerspielemuseum in Berlin, stehen ein paar Geräte von dem VAU. Und auch auf der Gamescom-Retro-Ecke sind sie seit 2012 vertreten, wo wir dann auch immer Geräte hinschleppen und ein 8er Daytona-Rennen aufbauen. Und es ist immer proppenvoll. Und daraus entstand eben das Projekt Digital Retro Park. Damals wirklich nur ein Projekt, so ein gemeinsames Ding aus diesen beiden Vereinen und ein paar Einzelpersonen, die selber Technik begeistert und als Sammler unterwegs sind. Und haben dann angefangen, mal so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, mal zu zeigen, was tun wir denn überhaupt, kommt das überhaupt an bei den Leuten. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir waren mal in Seligenstadt auf dem Rochusmarkt, haben wir so ein Zelt aufgebaut, als der Rochusmarkt gerade war, und haben mal geguckt, ob ein paar Unterschriften gesammelt, ob da sich Leute überhaupt für interessieren. Lief gut. Für einen Moment war es dann so, ach ja, da stelle ich mal die Kinder ab, während ich weitergehe. Nachher war es dann eher so, Papa, lass mich auch mal. Die meisten Leute kamen, haben kurz geguckt, sind kurz weiter, kamen dann wieder zurück und dann waren sie etwas länger dann doch am Platz und haben noch ein bisschen mitgespielt. Danach waren wir auf dem Vintage Computer Festival in München, also das Vintage Computer Festival Europe. Das Original Vintage Computer Festival ist in Amerika und das ist der europäische Ableger davon. Da haben wir auch mal ein paar Geräte, kleine Ausstellung gemacht, haben dort den ersten Preis gewonnen, juhu. Hat uns auch wieder ein bisschen Auftrieb rein seelisch gegeben. Dann haben wir in Offenbach, als der Disney-Film Ralf Reichts in die Kinos kam, wo es ja darum geht, dass er eine 8-Bit-Spielfigur aus dem Spiel ausbricht und sich dann sein Glück sucht. Wir haben den Automaten nachgebaut aus dem Spiel, haben uns da an die Firma gewandt, dass wir die ganzen Druckvorlagen und alles kriegen konnten, das Originalspiel, haben das dann dorthin gestellt. Die Kids haben erstmal, als rein sind, nicht so viel davon mitbekommen. Als sie dann aus dem Spiel raus sind, war das schon ganz anders. Da mussten dann die Eltern halt noch mal ein halbes Stündchen oder so länger bleiben. Das war fantastisch zu sehen, wie die Kinderaugen dann so, oh, den kenne ich. Dann waren wir auf dem Bandit Realities Festival. Das Wort ist schon gefallen vorhin mal. Das findet in Offenbach seit ein paar Jahren immer statt. Im Isenburger Schloss unten drin und im Kultur, also original im Kulturwaggon am Kulturgleis. Und die letzten Jahre jetzt auch zusätzlich noch im Isenburger Schloss in den Räumlichkeiten, wo dann auch die Make Rhein-Main stattgefunden hat. Dort hatten wir auch ein paar Sachen ausgestellt, zum Beispiel diesen C64, wo man halt Pong im Mehrspieler-Modus, das heißt, wir hatten die Potentiometer gesplittet, sodass man synchron arbeiten musste, um tatsächlich mit zwei Leuten, um diesen Pong richtig zu bewegen, den Paddle. Gar nicht so einfach, wie man sich das so gedacht hat. Auch da sind wir, da haben wir den Bandit Realities, da mussten wir uns entschuldigen, ein bisschen die Show gestohlen, weil wir dann im Artikel mehr gefeatured wurden als die. Dann haben wir 2013 im Industriemuseum Groß-Auheim für 3,5 Monate eine Ausstellung gehabt, für uns ganz allein, quasi als zweite industrielle, jetzt digitale Revolution, durften da ein bisschen was zu dem Thema digitale Retrokultur, wie die Rechner die Haushalte erobert haben, so die Jahre von 74 bis 86 dargestellt. Und alles auch ganz wichtig, dieses Exponat darf angefasst werden. Ein paar Sachen konnten wir nicht zum Anfassen machen, da hat uns leider das Museum auch ein paar Vorgaben gegeben, deswegen sieht man dort ein paar Vitrinen, aber wir haben 6 Geräte dabei gehabt, wo man auch wirklich was dran selber machen konnte. Auch da sind wir dann bis in die FATS gekommen, das überspringe ich mal. Und das Letzte, was wir Anfang des Jahres gemacht haben, war eine Ausstellung zum 30 Jahre Macintosh.
Die war in den Räumen des For Amusement Only in Seligenstadt für ein halbes Jahr und ist dann zum Abschluss für 2 Tage auf die größte deutsche Entwicklerkonferenz, Apple-Entwicklerkonferenz, die McCoon, hier nach Frankfurt gekommen, wo wir dann die Geräte auch nochmal gezeigt haben. Großes Hallo auch dort bei den Leuten. Viele von den Entwicklern sind mit den Dingen groß geworden. Die gute Aura hat auch geholfen. Eins von den Geräten ist von alleine wieder angegangen. Wir dachten schon, er wäre unrettbar verloren, aber die guten Schwingungen haben ihn dann wieder ins Leben erweckt. Damit ist der Digital Retro Park dann flügge geworden. Anfang des Jahres haben wir den aus dem Projekt herausgehoben, haben einen eigenen Verein gegründet, den Digital Retro Park e.V., über den der Roman vorhin erzählt hat. Damit sind wir jetzt quasi mit der HomeCon erstmal raus. Das, auch wenn, natürlich sind nicht 9 Leute, es sind 13. Ich habe noch ein paar Anträge bekommen. Wir sind jetzt 13 Leute in dem Verein, aber eigentlich stehen immer noch mehr Leute dahinter, weil wir eben die Historie aus den beiden Vereinen heraus haben. Und damit bin ich auf meiner letzten Folie. Zusammenfassung, wir sind ein Hanauer Verein. Wir machen das absolut beste und auch einzige Retro-Treffen hier im Rhein-Main-Gebiet. Aber es ist wirklich super. Kostet auch keinen Eintritt. Es gibt Kaffee- und Kuchenbuffet. Grillgut muss man selber mitbringen. Und wir versuchen natürlich auch Wissensvermittlung an die Öffentlichkeit. Sachspenden, alte Geräte, sie müssen nicht mehr funktionieren. Wir können auch, also ich sage es nicht, ungern ausschlachten. Es ist eher Organtransplantation. Ne? Aus 2x1, die Geräte sind ja nicht jünger geworden mit der Zeit. Die waren auch nicht auf eine Laufzeit von 35 Jahren ausgelegt. Aber es ist häufig doch so, dass man aus 2x1 macht inzwischen. Aber das ist das Tolle an den alten Geräten. Da kann man noch die Bits einzeln sehen, die Datenleitungen. Da kommt man mit dem Lötkolben noch dran. Beim modernen Gerät kann man es ja nur noch wegwerfen. Kontaktdaten, ich nehme an, die Präsentation wird nachher auch auf der Webseite erscheinen. Ich habe mir eine PDF mitgebracht, falls nicht. Ansonsten Webseite zu finden. Vielen Dank. Behalt's noch einen Moment. Stefan, wie kann man euch unterstützen? Wir wollen eigentlich nichts. Ne? Ihr könnt vorbeikommen, da freuen wir uns eigentlich immer ganz besonders drüber. Wir haben auch schon relativ viele Leute aus der Umgebung gehabt, die auch mit dem Thema selbst zu tun hatten. Hier in Frankfurt, manche Leute wissen das vielleicht noch, war ja die Deutschlandzentrale von Commodore mal in Niederrad draußen. Und da hatten wir auch schon einige Leute von Commodore aus der Zeit damals bei uns als Gäste, den Rainer Bender, den Petro Tyschenko, den Deutschlandchef von Commodore, der war da, hat sein Buch vorgestellt, hat uns da 1,5 Stunden erzählt, wie das früher war und wie er dann zu ESCOM gegangen ist und so weiter. Tolle Sache. Also helfen in dem Sinne, indem man vorbeikommt und das Ganze am Leben hält. Wann trefft ihr euch das nächste Mal? Das ist am 24. Januar, glaube ich. Da müsste ich in den Folien zurückgehen, aber das ist auf unserer Website dann auch zu sehen. 24. Januar. Müsste das nächste Mal. Also, wer die Wartezeit bis zum nächsten Webmontag überbrücken will, 24. Januar. Dankeschön. Webmontag.